Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf sagenhafte 85,5 Milliarden steigt der Verteidigungsetat. Es ist der größte seit Bestehen der Bundesrepublik. Und die Werteampel hat ganz offensichtlich ein Herz für Waffen, aber nicht für die deutschen Kinder. Monatelang liefern sie sich eine unwürdige Debatte über die Kindergrundsicherung. Und das Ergebnis wirklich eine Schande. Und schauen wir weiter. Bei Bildung und Forschung kürzen Sie um 1,7 Milliarden, bei der Vermittlung von Arbeitslosen 500 Millionen, beim BAföG 440 Millionen. Und das in Zeiten, in denen Deutschland das wirtschaftliche Schlusslicht der westlichen Industriestaaten ist. Übrigens auch das alles ein Ergebnis Ihrer kopflosen Sanktionspolitik gegenüber unserem wichtigsten Energielieferanten Russland. Auch in Zeiten eines gravierenden Fachkräftemangels zeigen Sie ganz offen, wo Ihre Prioritäten liegen. Und während Finanzminister Lindner der Bevölkerung verkauft, der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer, verschweigt er, dass zum Beispiel in der Rüstungsindustrie die Champagnerkorken knallen. Alleine Rheinmetall hat einen satten Gewinn von 535 Millionen Euro 2022 eingefahren. Frau Strack-Zimmermann kennt sich da ja gut aus. Die größten westlichen Ölkonzerne haben einen satten Gewinn von 195 Milliarden US-Dollar abgesahnt. Und während bei Manövern die Puma-Panzer nicht fahren, verschenken sie altruistisch unser zwar altes, aber immerhin funktionsfähiges Gerät. Einige Medien schrieben dazu eine Blamage für unser Heer. Nein, es ist ein Komplettversagen dieser und der vorherigen Bundesregierungen. Und immer wieder kosten Ihre Großprojekte Unsummen an zusätzlichen Geldern. Zum Beispiel die Lürssenwerf produzierte zwei Tankschiffe, die zusätzlichen Kosten 250 Millionen. Oder erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein. Die drei Spionageschiffe, Zusatzkosten 1,2 Milliarden. Schämen Sie sich eigentlich nicht dafür, das Steuerzahlergeld so zu verschwenden und gleichzeitig der Bevölkerung Sparsamkeit zu predigen? Und während Sie selbst mit dem moralischen Zeigefinger sich einer wertebasierten feministischen Außenpolitik loben, ja, und zu Recht den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine anprangern, schweigen Sie aber zu Ihren Waffenlieferungen in alle möglichen Herrenländer, zum Beispiel an die Golfstaaten, die den Jemen damit in Schutt und Asche bomben, oder Ihr NATO-Bruder Erdogan, der die Kurden in Syrien damit tötet und syrisches Land besetzt hält, übrigens auch völkerrechtswidrig. Und völlig überrascht wurden Sie erneut nach dem Desaster in Afghanistan von den Ereignissen in Mali und Niger. Meine Damen und Herren, es ist offensichtlich, dass Sie die Geschehnisse in der Welt völlig falsch einschätzen. Die Linke sagt weiterhin Nein zu Ihrer verantwortungslosen Verteidigungspolitik.